Servus Monster, Freunde, willkommen zum nächsten Bildvideo. Heute geht es um den Anfänger Iceborne Doppelklingenbild. Extrem geil geworden, bleibt auf jeden Fall dran. Den Bild, den ich euch hier zeige, hat mehrere Vorteile. Einmal kann man ihn sehr früh nachbauen. Man muss mit der Story nicht mal durch sein. Ist wirklich perfekt, ein Anfängerbild. Und als zweites, man droppt von der weißen Schärfe in die Runde, hat 50% Affinität. Der Schaden ist bei 360 Punkte. Das ist für den Anfang wirklich solide. Wir sehen auch auf der rechten Seite die Fähigkeiten. Kritischer Blick auf der Stufe 4. Mehr benötigen wir auch nicht. Wir sind dann schon auf 50%. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Gesundheitsboost Stufe 3. Ist nicht verkehrt, wenn man bei Iceborne ein bisschen mehr Leben hat. Denn manche Monster machen schon ordentlich Schaden. Kritischer Boost auf 3 für Schaden. Schwächevorteil. Marathonläufer auch sehr wichtig. 1er Ausdauererholung, Affinitätsschlittern auch nicht verkehrt, wenn man übers Monster drüber slidet, Nicht-Element-Boost und on top das Scharfschwert. So halbieren wir den Schärfeverlust und man muss im Kampf im Endeffekt nicht schärfen oder man schärft am Ende des Gebietes, wenn das Monster eben wechselt. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die einzelnen Rüstungsteile und die Dekorationen. Fangen wir mit der Waffe an. Ich benutze hier die Ologaren-Doppelklingen. Das Geile, man kann sie sehr früh herstellen, haben soliden Angriff und eben gleich ordentlich weiße Schärfe. Wir müssen kein Handwerk spielen, das ist ein fetter Vorteil. On top 30% Affinität. Wir haben ein verstecktes Element, so können wir nicht Element-Boost fahren und so ist im Endeffekt die Waffe bei jedem Gegner gleich stark. Dann habe ich noch den Rasiermesser-Talisman. Das ist ein neuer Talisman, gibt uns Scharfschwert. Auch sehr stark, halbiert den Schärfeverlust und das Teil ist wirklich, also Scharfschwert ist wirklich sehr, sehr stark. Kann ich euch nur empfehlen, bei schnellen Waffen immer mit reinzunehmen. Man droppt so gut wie gar nicht von der Schärfe runter. Das ist extrem stark. Den bekommt man durch den Haushälter. Der hat eine Quest für euch parat. Immer wieder beim Haushälter vorbeischauen und dann bei 3 Sternen ist die Quest. Ihr müsst einen T-Rex jagen, den fangen. Und dann bekommt ihr als Belohnung diesen Talisman raus. Die Rüstungsteile sehen wie folgt aus. Fulgur Anschnaff Helm, ein 1er Schwächevorteil, ein 4er Slot, ein 2er Slot. Sehr stark, kann man ebenfalls früh im Game herstellen. Rathalos Brustpanzer auch dabei, 2er Schwächevorteil und ein 4er Slot. Die Barot Arme auch nicht verkehrt, ein Marathonläufer, 4er Slot und einen 2er Slot. Wahlweise gehen auch die Arme vom Endboss. Da dauert es dann aber ein bisschen länger, bis man den Bild nachbauen kann. Aber der hat noch einen kritischen Boost drin, Stufe 2, was auch sehr stark ist. Nur zur Info, die Odogaron-Hüfte auch dabei, 2 kritischer Blick, ein 4er Slot und ein 2er Slot. Und zu guter Letzt die Beine von der neuen Legianer-Unterart, ebenfalls sehr stark. 2er Marathonläufer, ein 4er Slot und ein 2er Slot. Die Dekorationen sehen dann wie folgt aus. Leider musste ich 4 oder 3-mal eher gesagt ein kritisches Boost-Juwel einbauen. Dafür sind eben die Barot-Arme drin. Man kann im Bild früher nachbauen, aber an Jules sollte es euch normalerweise eh nicht mangeln. Das Spiel ist ja schon ein bisschen länger draußen. Dann 3 Gesundheitsboost-Juwelen. Ihr seht, auch hier ist sehr viel Potenzial im Bild drin, denn ich habe nur ein 1er Jewel und ein 1er Juwel in 4er Slot eingesetzt. Wenn ihr neue Juwele mit Gesundheitsboost und einer weiteren Fähigkeit bekommt, könnt ihr die natürlich easy einsetzen. Affinitätsschlittern habe ich mit dabei und 1er kritischer Blick. Das ist schon ein neues Jewel. Wenn ihr dann nur einen kritischen Blick einbaut, ist natürlich auch nicht schlimm. Ihr habt allgemein eine sehr hohe Affi. Aber mit dem Affinitätsschlittern ist es eben noch nett, wenn man über den Körper drüber slidet. Kann es auch hin und wieder sein, dass das Körperteil nicht verwundet ist und trotzdem hat man dann in Anführungszeichen fast eine 100er Affi. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Nicht-Element-Boost. Und dann haben wir ganz unten noch Ausdauererholung und on top kritischer Blick. Ausdauererholung auf 1, auch ganz nett. Wenn mal eben die Ausdauer ganz unten ist, füllt sie sich 10% schneller wieder auf. Das war's soweit vom Video. Die nächsten Builds werden kommen. Die gehen aber schon wieder dann Richtung Endgame. Ich versuche so einen guten Mix hinzubekommen. Ich hoffe, das Video hat euch wie gesagt gefallen. Würde mich über ein Like freuen. Wer mehr zu Iceborne sehen möchte, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.